Britta von Plötzlich Kreativ. Erinnert ihr euch noch an meinen Swap im letzten Jahr im November? Diese kleine süße Mini-Napkin-Fold-Card? Leider habe ich sie nicht mehr, damit ich sie euch zeigen kann. Ich habe nur noch die große Variante, die ich damals für ein Technikbuch erstellt habe. Und na, damit ihr euch noch mal dran erinnert, also die hatte ich damals in der kleinen Variante erstellt. Das hier ist die große Variante. Und ja, ich hatte euch damals gezeigt, wie diese Karte gefaltet wird, wie die gemacht wird. Und ich finde die, das ist eine meiner Lieblingskarten. Deswegen habe ich damals auch den Swap gemacht. Und es gibt dazu auch, sieht so noch ganz unscheinbar aus, tada, eine Box. Und zwar mit dem gleichen Prinzip. So sieht sie aus. Ich habe das so berechnet, dass dass da genau vier Rocher reinpassen. Und irgendwie verschenkt man ja immer, oder ich neige immer dazu, ja, Rocher oder hier diese Raffaello oder so. Und vier Stück finde ich immer eine schöne Größe. Was braucht ihr für diese Box? Ihr braucht zweimal Farbkarton mit den Maßen 6 x 6 Inch. Ich habe hier Olivgrün genommen. Und zwar braucht ihr einmal den Farbkarton für die Box an sich und einmal den Farbkarton für die Napkin Fold Card, die dann auf die Box draufgesetzt wird. So, und deswegen sage ich, die beiden haben die gleichen Maße. Dann braucht ihr noch einen Deckel. Der ist ein bisschen größer. Der hat das Maß 6 1/8 Inch mal 6 1/8 Inch. Und ja, auch den habe ich in Farbkarton Olivgrün genommen. Und wir fangen. Ach so, ich kann euch schon mal erklären, was wir an DSP brauchen. Ja, mache ich jetzt vorher. Und zwar für die Box braucht ihr ein Stück DSP, das hat das Maß 2 7/8 Inch mal 2 7/8 Inch und ihr braucht vier Stücke DSP mit dem Maß 2 7/8 Inch mal 1 3/8 Inch, also 2 7/8 mal 1 3/8 Inch. So, das ist für die Box. Für den Deckel braucht ihr ein Stück DSP mit dem Maßen 3 x 3 Inch und vier Streifen mit dem Maß 5/8 Inch mal 3 Inch. Auch vier Stück für die Ränder. So, und für die Napkin Fold Card braucht ihr vier Vierecke mit dem Maß 2 x 2 Inch und acht Vierecke mit dem Maß 1 3/8 Inch mal 1 3/8 Inch. Und ich habe jetzt diese acht Stücke nochmal geteilt, nämlich einmal vier von dem DSP und vier von dem Design. So, das DSP, das ist das besondere, Moment, jetzt gucke ich spreche es eh falsch aus, das besondere Designerpapier-Geburtstagssoiree. Und ja, ich finde das Wort sehr kompliziert, aber nun gut. Also es ist auch, das habe ich hier auch benutzt. Ich finde es eigentlich, das DSP finde ich ganz schön. Achso, diese Box habe ich auch mit dem DSP gemacht und das ist Farbkarton Ozeanblau. Das war mir irgendwie, Ozeanblau ist bei mir total untergegangen. Und ja, da habe ich mich heute mal richtig gefreut, dass ich die Farbe wieder entdeckt habe. Ich finde die nämlich eigentlich total klasse. Die Schleifen
Das erkläre ich euch nachher noch. Die werden wir nämlich zu der Verpackung entsprechend auch nochmal machen. Wie ich die gemacht habe, das erkläre ich noch. So, nun falzen wir. Und ihr könnt selbstverständlich hervorragend euer Stanz und, ach, Stanz und Falz, euren Papierschneider benutzen. Ich habe das Falzbrett und weil ich es habe, benutze ich es auch. So, es geht los. Wir fangen an mit einem Stück DSP und zwar mit der Box. Mit dem Farbkarton 6x6 Inch und den falzt ihr bei 1,5 Inch und bei 4,5 Inch und dann dreht ihr das Ganze und falzt nochmal bei 1,5 Inch und bei 4,5 Inch und dann ist die Box schon fertig. Dann nehmt ihr euch das Stück 6 1/8 Inch mal 6 1/8 Inch, das wird der Deckel und der wird gefalzt bei 3/4 Inch, bei 1,5 Inch, bei 4 5/8 Inch und 5 3/8 Inch und wieder um 90 Grad drehen. Und ihr falzt nochmal bei 3/4, bei 1,5, bei 4 5/8 und bei 5 3/8 Inch. So. Ihr könnt natürlich auch mit dem Papierschneider rundherum falzen, immer bei ja, den ersten beiden, also bei 3/4 und bei 1,5 und dann dreht ihr es 3/4, 1,5 und drehen. Geht genauso. So, das ist der Deckel. Und nun kommen wir zu der eigentlichen Geschichte, nämlich zu der Napkin Fold Card. Und da falzt ihr, das ist der Farbkarton 6x6 Inch und ihr falzt wieder bei 1,5 Inch und bei 4,5 Inch dreht das Ganze rum und falzt wieder bei 1,5 Inch und bei 4,5 Inch. Dann macht ihr euch auf jeder Seite hier oben bei 3 Inch, die Hälfte, eine Markierung. Einfach nur so einen kleinen Punkt setzen. Da seht ihr es, so einen ganz kleinen Punkt setzen, dass da eine Markierung ist. So, und dann legt ihr das schräg an. Und zwar so, dass die Markierung in der Falzlinie ist und die Markierung, also einmal die und einmal die. Ihr falzt diagonal runter von der Seite zu der Seite. So, und das geht auch mit dem Papierschneider, wenn ihr das nämlich genau in die Schneidekante legt. Dann funktioniert das ganz genauso. So, dann falzen von der Seite zu der Seite. Also immer von quasi oben zu der Mitte, von der Mitte oben zu der Mitte auf der rechten Seite. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe immer von der Markierung hier oben zu der rechten Seite, zu der Mitte gefalzt und wieder von der Markierung oben so rüber. So, und jetzt müssen wir noch diese kleinen Vierecke einmal diagonal durchfalzen. Dazu legt ihr wieder diese Falz hier oben in die Kante und diese Falz hier unten in die Schneidekante und zieht einmal runter.
So, alle vier Ecken müssen einmal noch diagonal gefalzt werden. Und nun ist das Ganze auch schon soweit fertig. Das heißt, mein Falzbrett kann weg. Übrigens, ja, Falzbrett brauche ich es, brauche ich es nicht. Also, wenn ihr irgendwie mal von einer Sache mehrere Sachen herstellen, also meinetwegen mehrere Napkin-Fold-Karten herstellen wollt, dann ist dieses Falzbrett einfach unschlagbar, weil ich nicht jedes Mal diese Klappe habe, sondern das einfach anlegen kann und falzen kann. Das heißt, wenn ihr, ich sag jetzt mal, Massenproduktion habt, auch beim Grundkartenfalzen, ich schneide mit dem Schneidebrett mir die Grundkarten zurecht, aber ich falze dann eben mit dem Falzbrett, weil es einfach schneller geht. Das ist wirklich Geschmackssache. Ihr könnt genauso falzen mit dem Papierschneider. Es kommt einfach darauf an, wie viel ihr auch macht. Also wer wirklich viel falzt, der wird das Falzbrett, wenn er es denn hat, auch zu schätzen wissen. So, das brauchen wir jetzt aber gar nicht, weil... Doch, das brauchen wir doch. Weil, und zwar, ich muss jetzt die Mitte kaputt schneiden. Also hier oben drauf ist ja die Napkin Fold Card, aber wenn ich die aufziehe, ist darunter ja die Box. Das heißt, die Mitte muss weg. Das mache ich folgendermaßen. Ich schneide diagonal mir ein Kreuz in die Mitte. Und zwar von dem Falzpunkt schneide ich runter bis zu dem Falzpunkt. Wie lege ich dazu mein Papier an? Ich lege einmal die Spitze hier oben in die Schneidekante und die Spitze hier unten in die Schneide, also auch an die Schneidekante, so dass es wirklich genau diagonal ist. So, und dann kann ich genau von der Falz runterschneiden. Also ich schneide von dieser Falz runter bis zu der Querfalz. Das sieht man auch ganz gut beim Schneidebrett. Das ist also überhaupt kein Problem. So, und auch hier, ich schneide wieder runter von... Jetzt ist es mir verzogen. So. Ich schneide wieder runter von der Ecke zu der Ecke. So, und das war's schon. Jetzt kann es weg. Und jetzt kommt eine Fleißaufgabe. Und zwar... ja, ich möchte das eigentlich erst fertig machen. Die Vierecke, die kann ich so nicht gebrauchen. Die müssen noch diagonal durchgeschnitten werden. Für die größeren nehme ich tatsächlich doch nochmal das Schneidebrett. Das heißt, ich lege die wieder diagonal mit den Ecken in die Schneidekante und schneide die einmal durch. Das ist tatsächlich ein bisschen mühselig, weil ihr das nicht richtig festhalten könnt. Und das hat jetzt auch gleich Vorführeffekt. Mal richtig schön nicht geklappt. So. Ich probiere es nochmal. Also diagonal reinlegen und gut runterdrücken und teilen. Es geht schon. Man muss da nur ein bisschen Geduld und Spucke haben. So, und wirklich beide Seiten gut runterdrücken. Das hilft auch nicht immer. So, ja, geht wieder nicht. Vorführeffekt. Geht irgendwie überhaupt nichts mehr. So, jetzt habe ich es total versemmelt.
Mann, 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 Mann. So, also wär's, ich glaube, es ist einfacher, mit der Schere die Dreiecke durchzuschneiden. Und bei den kleinen müsst ihr es sowieso machen. Also da nützt es gar nichts. Die müssen sowieso per Hand durchgeschnitten werden, weil die halten auf gar keinen Fall im Papierschneider. So. Einfach diagonal alle durchschneiden. So. Und nun müssen die natürlich, Entschuldigung, aufgeklebt werden. Und da überlegt ihr euch, wie ihr die haben möchtet. Also, ich möchte die halt so aufkleben. Hier in der Mitte. Diese bunten. Und in den Ecken die bunten. Und auf den Mittelfeldern die gestreiften. Ja, und das mache ich mal eben. Und dann klebe ich auch gleich das DSP entsprechend auf den Deckel und die Box. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich bin mit Aufkleben fertig und zwar sieht meine Napkin Fold Card jetzt so aus. Ich habe also die ganzen Blumenmuster, die großen Vierecke hier aufgeklebt und die kleinen Blumenmuster hier in den Ecken und das gestreifte DSP jeweils hier mittig. Das ist die Box und zwar von außen habe ich nur die Ränder beklebt und das Mittelstück, das wird von innen eingesetzt, damit man das, wenn die Box aufgeht, halt, damit der Boden schön aussieht. Ja, und der Deckel ist auch beklebt, einmal mit dem Mittelteil und mit den entsprechenden Randstücken. So, wir kleben als erstes den Deckel zusammen und zwar an zwei gegenüberliegenden Seiten schneide ich die Falzlinien ein bis zur zweiten Falz und kürze die Laschen so, dass es folgendermaßen aussieht. So. Das heißt also, diese ganze Ecke schneide ich weg und das hier ist dann meine Lasche und die bleibt. Das heißt, auf dieser Seite, diese drei Teile schneide ich weg und das hier wird meine Klebelasche. Und Klebelaschen werden immer so ein bisschen angeschrägt. Das ist dann einfacher beim Zusammenkleben. So, das ist die eine Seite und auf der gegenüberliegenden Seite klebe ich mir jetzt auch oder schneide ich mir jetzt auch die Klebelaschen zurecht. Genau so. Auch wieder die drei Teilchen wegschneiden. Und die Klebelasche anschrägen und die letzte ebenfalls.
wieder die drei Felder wegschneiden. Und die Klebelösche anschrägen. So. So sieht das Ganze nun aus. So, nun falte ich meine Falzen einmal in die richtige Richtung. Also ich falte einmal alles durch, so dass ich den Deckel gleich habe. Und auf die Klebelöschen trage ich Tombow auf und klebe die Seiten zusammen, schön bündig. Nichts übersteht. So, die andere Seite Tombow auftragen und ebenfalls schön bündig, also schön aufpassen, dass hier die Ecken bündig sind, dass da nichts schief ist, nichts übersteht. Und schön alles zusammenkleben. So, das hier sind auch Klebelöschen. Und da mache ich es immer so hier innen. Seht ihr die Laschen? Und dieses Stück klebe ich zuerst. Das heißt, ich trage hier von innen Tombow auf und biege das als erstes nach innen. So. Der anderen Seite genauso. Hier sind meine Klebelaschen, die kleinen. Das heißt, auf dieser Seite innen trage ich Tombow auf und drücke das Ganze nach innen in den Deckel. Und dann die beiden anderen Laschen. Ebenfalls innen festkleben. Na, noch ein bisschen gegenhalten. Also immer ein bisschen festhalten, bis der Kleber auch gut anzieht, dass es nicht wieder aufspringt. Und die letzte Seite. Und dann ist der Deckel auch schon fertig. Und das ist ein ganz stabiler Deckel. Und das Schöne ist, man sieht die Klebelöschen von innen nicht. So, das ist meine Box. Das ist innen, das ist außen. Und ich schneide mir wieder Klebelöschen an zwei gegenüberliegenden Seiten. Einmal hier. Und hier und dann an der gegenüberliegenden Seite ebenfalls. So, alles einmal durchfalten und wieder auf den Klebelöschen Tombow auftragen und die Seiten zusammenkleben und wieder schön bündig darauf achten, dass hier wirklich schön bündig die Ecken abschließen. So, und die andere Seite.
ebenfalls zusammenkleben. Und nun ist die Box schon fertig. Also man könnte das im Grunde auch schon so gut verschenken. Das ist eine kleine süße Box. So, wir wollen aber ja dieses schöne Napkin-Fold-Teil auch da rein haben. So, noch ist nichts gefaltet. Ihr faltet wie folgt. Alle geraden Linien, also alle senkrechten und waagerechten, sind nur die vier, als, jetzt muss ich mal überlegen, als Tal. Genau, das heißt so zusammen. So, einmal alles durch. Und nun dreht ihr das Ganze um. Und hier würde ich nämlich nochmal wirklich gut... Moment. So, wo muss es? Genau. Nochmal gut nachziehen. Einmal die vier Ecken so richtig schön rausholen. So. Und alle Diagonalen werden als Berg. Das heißt, ihr faltet so rum. So. Und auch da einmal alles komplett nachziehen. Damit sich das gut durchfalten lässt. So, im Grunde so haben wir jetzt erstmal gut Vorarbeit geleistet. Nun trage ich auf einem inneren Dreieck Tombow auf. Nehme meine Box und alle vier Dreiecke, wie kann man das jetzt am besten sehen? Da ist Tombow drauf. Alle vier Dreiecke schon in die Box reinschieben und das Teil mit dem Kleber drauf, das Dreieck mit dem Kleber drauf, bündig ansetzen, so dass die Falz wirklich bündig mit dem Rand der Box hier abschließt. Und wenn ihr das erste Teil drin habt, das ist schon die halbe Miete. Das erste Dreieck, die anderen gehen quasi wie von selbst. So, jetzt nehme ich das gegenüberliegende. Das hier habe ich festgeklebt. Jetzt nehme ich das gegenüberliegende. Trage da ebenfalls Tombow auf. Und schiebe das wieder rein. Und auch wieder bündig mit der Falz an den Rand. Schön gerade und schön festdrücken. So. An die anderen beiden Laschen komme ich jetzt von hinten nicht mehr ran. Die muss ich jetzt mal eben hochbiegen und da von innen, also von der Mitte, ein bisschen aufpassen, dass ihr da nicht noch rumkleckst mit dem Kleber. Das wäre ärgerlich. Aber da trage ich jetzt hier den Tombow auf und drückt die Lasche einfach nur noch fest, weil wenn ich die beiden Seiten gut angeklebt habe, dann passt diese hier ganz von alleine. So, und das letzte Dreieck, die letzte Seite ebenfalls Tombow auftragen und einfach nur noch runterdrücken. So, jetzt ist passiert, ich habe hier, ne, bisschen geklebt. Das wäre ja auch nicht ich, wenn ich nicht alles mit Kleber einsau. So, das ist nun fest. Und jetzt, wie falte ich das zusammen? Wisst ihr es noch? Habt ihr das andere Video gesehen? Ich nehme,
wie früher, kennt ihr noch diese, das gab es in der Schule, diese Teile, die man so zusammengedrückt hat. Und dann irgendwie, das war ein Spiel, ich krieg's aber nicht mehr zusammen, wie es noch funktionierte. So, auf jeden Fall, ihr drückt einfach diese großen Dreiecke in die Mitte zusammen und dann fügt sich das schon ganz von alleine ein. Jetzt springt es immer wieder auf. So, und fertig ist die Box. Ich finde die absolut genial. So, ja, fertig ist sie. Nun soll da aber noch natürlich ein Schleifchen drauf. Das habe ich hier ja auch. Hier ist auch ein Schleifchen drauf. Und wie ihr seht, das ist das, ach, ich und Namen, Geschenkband, das Organza-Geschenkband. Das gehört oder findet ihr im Frühjahr-Sommerkatalog bei dem Set Blütenfantasie auf der Seite 23. Da ist es. Und das lässt sich nämlich hervorragend einfärben mit den Stempelfarben. Und zwar mache ich mir jetzt erstmal ganz normal eine Schleife. So, und zwar einfach nur, damit ich schon mal ein Maß habe. Die ist ein bisschen groß. Wie lang mein Band sein soll. So, jetzt mache ich die Schleife wieder auf und schneide mir in der Länge noch ungefähr, also die ungefähre Länge, noch zwei Stücke ab. So. Und nun eine lasse ich in Weiß und eine möchte ich in Olivgrün haben, denke ich. Und eine, was haben wir denn da noch für Farben? Ah, ich glaube, das Calypso sieht eigentlich, Calypso sieht ganz schön aus dazu. Oder Sommerbeere. Sommerbeere ist auch schön. So, und dann nehme ich mir mein Stempelkissen und ich lege mir jetzt mal eben ein Stück Papier drunter, weil das ein bisschen rumsaut. Und zwar nehme ich mir mein Stempelkissen, halte das Geschenkband fest, setze das Stempelkissen auf dem Geschenkband auf dem Papier auf und ziehe das Band einfach zur Seite weg. Und das mache ich so ein, zweimal. Jeder Seite. So, dann drehe ich es um, damit ich auch das andere Ende erwische. Na. So. Das war dann Sommerbeere. Man saut sich da vielleicht ein ganz klein wenig die Finger ein, aber dafür habe ich jetzt ein schönes Band in Sommerbeere. So. Und Olivgrün. Natürlich könnte ich auch andere Geschenkbänder nehmen, aber bei dieser Box hatte ich schon das Problem, in Calypso haben wir weiß, klar, aber wir haben überhaupt kein Geschenkband in Ozeanblau. Und das wollte ich unbedingt haben. Also färbe ich es mir selber ein. So, mit dem Olivgrün mache ich das genauso. Und eigentlich mache ich es immer so, dass ich jede Seite
So zweimal durchziehe. Das reicht eigentlich. So. Jetzt kann das weg. Und nun nehme ich mir als erstes mein weißes Schleifenband und binde mir eine Schleife. So, mit den anderen beiden genauso. Und das Grüne noch. Na, das ist ein bisschen schief. Weiter oben ansetzen. Also Schleifenbinden ist ja auch ja, dachte ich immer, eine Kunst für sich, aber so schwer ist das gar nicht, wenn man verstanden hat, wie die Schleife funktioniert. Da kann ich eigentlich noch mal ein extra Video machen, haben aber schon so viele. Ich weiß nicht, ob ihr das noch mal braucht, wie die Schleifen schön werden. Aber wer jetzt genau zugeguckt hat, sieht ja auch, wie ich das mache. So, die drei Schleifen binde ich jetzt noch zusammen. Mit einem weiteren Stück, dem Organza Geschenkband, und zwar da, wo die Knoten sind, setze ich die Schleifen zusammen. Ich wollte die, Moment, die hinten, die in der Mitte, die vorne. So, das Ganze so, dass unten der Knoten der Schleife ist oder des Bandes ist. Also ich nehme einfach alle drei Schleifen und binde die hier unten zusammen. Vorführeffekt, ne? Ist immer das Gleiche. So, wie sieht es denn jetzt aus? Geht. So, und dann kann man das so ein bisschen zurechtzubbeln, wie man das haben möchte. So. Und auch die einzelnen Schleifen kann man noch ein bisschen zurecht ziehen, in die richtige Richtung ziehen, wo es hin soll. So, dann trage ich, damit das Ganze auf dem Deckel auch gut hält, hier so ein kleines bisschen Fastfluss auf. Oder ich kann auch... Also ich habe es vorhin ausprobiert, das Organza-Band hält mit dem Glue Dots irgendwie nicht so wahnsinnig gut, hatte ich das Gefühl. Na, aber es geht. So. Und damit man das Gewusel in der Mitte nicht ganz so offensichtlich sieht, damit es ein bisschen schöner aussieht, habe ich da einfach noch einen Stein drauf gesetzt. Und zwar von den facettierten Glitzersteinen.
Und fertig ist das Ganze. Und ich finde einfach, das sieht so schön aus. ja, also diese Napkin-Fold-Karten finde ich einfach sowieso schon super toll. Und die Box ist der absolute Hit. Und wie gesagt, es passen 4 Rocher bzw. Raffaello hinein. So sieht sie aus. So, ja. Ich hoffe, meine Variante der Napkin Fold Box hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.